Herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Die Hitzewarnung, sie ist amtlich. Hitzewarnungen werden dann ausgegeben, wenn nicht mehr gewährleistet werden kann, dass wegen zu hoher Wärmebelastung die Wohnräume genügend abkühlen können des Nachts. Und zu dieser Hitzewarnung kommen mit Sicherheit in den kommenden Tagen Gewitterwarnung oder sogar Unwetterwarnung. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt hier auf dem Wetterfilm einmal an. Da sehen wir diese warmen Luftmassen über Deutschland und dann kommt da eine Kaltfront zu uns gezogen. Ja, und diese Luftmassen, die klatschen aufeinander und dann ist die Luft ganz schön energiegeladen. Wie sieht die kommende Nacht aus? Ja, wir sehen hier, es wird meist sternklar. Das Ganze dann mit Temperaturen zwischen 22 und 13 Grad, aber wir sehen hier vielerorts auch 19 Grad und 19 Grad in den Städten bei dem ganzen verbauten Asphalt. Das könnte bedeuten, dass die Temperaturen tatsächlich so ein paar Grad wärmer sind. Und bei Temperaturen ab 20 Grad in der Nacht reden wir von einer tropischen Nacht, also eine Tropennacht vielerorts in Deutschland in der kommenden. Und wie sieht es dann mit der Hitze am Samstag aus in Deutschland her? Da sehen wir, sie ist sogar im Norden angekommen. Insgesamt gibt es dann Temperaturen von 27 bis 36 Grad. Aus den 36 Grad können auch locker mal 37, 38 Grad werden. Und Richtung Mittag ist dann die Kaltfront bei uns angekommen. Sie bringt die ersten Wolken. Also da wird es echt schwül unter dieser zum Teil Wolkendecke, weil die werden ganz schön massiv sein, diese Wolken zum Teil, die da vom Westen her zu uns kommen. Aus diesen wird es regnen und sie können auch das ein oder andere Gewitter mitbringen. Und wir wissen, Gewitter, Unwetter sind möglich. Und da rechnen wir mit Starkregen. Starkregen heißt mindestens 25 Liter den Quadratmeter. Wir rechnen mit Sturmböen. Ja, das sind dann Böen ab 85 Kilometer die Stunde. Wir rechnen zum Teil mit Hagel. Ja, und wie geht es dann in den kommenden Tagen weiter? Wir sehen, am Sonntag gibt es nur noch mal einen freundlichen Tag in der Mitte des Landes. Ansonsten ist die heiße Luft dann im Nordosten angekommen, unter den Wolken. 31 Grad im Nordosten, ziemlich schwül und unangenehm. In vielen Teilen des Landes müssen wir örtlich immer wieder mit Gewittern rechnen. Und vor allen Dingen hier am Alpenrand, da hat sich diese Gewitterlage intensiviert. Ja, und wie sieht es dann am Montag aus? Insgesamt Wetter beruhigt. Die Temperaturen, sie gehen zurück auf Werte zwischen 17 und 26 Grad. Und am Dienstag wird es insgesamt schon wieder freundlicher. Nur ein paar Regenwolken im Osten des Landes und im Südosten. Allerdings, der Regen, der da mit den Gewittern kommen wird, der wird kein ausgiebiger Landregen sein. Wir sprachen ja gestern über die Dürre, die vorherrscht in unseren Böden. Wir müssen leider nur mit dem ein oder anderen Platzregen rechnen. Er wird nicht ausreichen, um die Böden tatsächlich zu sättigen. Ja, das war schon wieder von eurem Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen zu liken und nicht vergessen, unseren YouTube-Kanal Wetternet zu abonnieren. Bis hoffentlich ganz, ganz bald.